Willkommen zurück im Gomorra und Caccino ist in der Hölle. Er brutzelt in der Hölle. Vielleicht können wir ihn nachher noch durchsuchen, seine Kleidung nehmen und seinen Revolver, der glaube ich, oder? Oder ist das einfach nur ein Bein, das so aussieht? Ist auch ein Revolver, oder? Und hier ist sein Bein. Es wäre uns fast um die Ohren geflogen. Und ja, sprechen wir mal mit Big Sal. Danke, dass Sie uns über Caccinos Vergehen informiert haben. Schade, dass wir uns von ihm trennen mussten. Er war ein guter Lieutenant. Naja. Caccino erwähnte, dass sie eine große Sache laufen hätten. Hat er das? Wunderbar, noch ein Dolchstoß. Ja, wir hatten etwas Großes geplant. Ich wollte ja mit Ihnen darüber sprechen. Da Caccino nun nicht mehr ist, brauchen wir etwas Hilfe, um ein paar Dinge ins Lot zu bringen. Und Sie scheinen recht fähig zu sein. Das dachte ich mir. Was für eine Art von Hilfe brauchen Sie? Zwei der Spieler, Troik und Clinton, haben Probleme, die gelöst werden müssen. Fragen Sie sie, was zu tun ist. Okay, Clinton haben wir schon gesehen. Der war, glaube ich, dieser Typ in dem Zimmer. Welche Rolle spielt Caccino in diesem Plan? Als einer unserer Captains war Caccino so eine Art Projektmanager. Er sorgte dafür, dass die Leute alles hatten, was sie für ihre Jobs brauchten. Erzählen Sie mir von dem Plan. Der Plan wird Dunkles Geschäft genannt, aber mehr bekommen Sie derzeit nicht aus mir heraus. Sprechen wir über was anderes. Was ist? Ich habe weitere Fragen. Gut, was wollen Sie wissen? Tja, eigentlich nichts. Gut, komm. Okay, hier haben wir einen Safe. Den knacken wir besser nicht, wenn die hier sind. Und ein Terminal. Sollen wir es knacken? Sollen wir es knacken? Nö, oder? Nein, lassen wir es. Durchsuchen wir Caccino. So. Tja. Die Unholde sind schlecht fürs Geschäft. Die RNK sollte endlich ihren verdammten Job tun. Okay. Oh, hier haben wir was. Das nehmen wir lieber nicht. Okay, wir müssen so zwei Typen mit Clinton, also bei Clinton erkundigen, wie man ihm helfen kann, und mit Troik sprechen. Die beiden werden wir jetzt aufsuchen. Und ich glaube, am einfachsten wäre es, wenn wir hinunterhüpfen. Oder wir versuchen mal diese Tür hier. Vielleicht kommen wir jetzt in die ganzen Räumlichkeiten hinein. Ich wurde gestern aus dem Ultralax rausgeworfen. Da war es echt verdammt gruselig. Oh Gott, ja, ich erinnere mich nicht an das Ultralax. Oh, das ist Troik. Wer sind Sie? Ich habe Ihnen nichts getan. Lassen Sie mich in Ruhe. Was machen Sie hier? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Ich bin nur ein Gast hier, der sich ein wenig amüsiert. Was ist Ihre Geschichte? Hey Mann, ich weiß überhaupt nichts. Lassen Sie mir meine Ruhe, Kumpel. Ihre Bosse schicken mich. Ich soll fragen, ob sie Hilfe bei ihrer Arbeit für sie brauchen. Ja, ich habe schon gehört, dass sie kommen würden. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Es gibt da ein paar Probleme. Ich verschaffe den Omerta Schusswaffen, ohne dass die RNK es mitbekommt. Ich brauche jemanden, der mir bei der letzten Lieferung aushilft. Okay, reden wir über das Problem mit der letzten Lieferung. Die Unholde, eine Gruppe Raider auf Drogen, haben meine letzte Lieferung gestohlen, bevor ich sie nach Vegas bringen konnte. Ich muss die Lieferung zurückholen und könnte dabei auf jeden Fall Hilfe brauchen. Ja, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe noch weitere Fragen. Okay, was wollen Sie wissen? Wie bekommen Sie die Schusswaffen auf den Strip? Ich bin ziemlich stolz auf mich selbst. Das ist ein Geniestreich, wenn ich mal so bescheiden sein darf. Die Sache beginnt bei einem alten Kumpel aus der Republik. Er ist für die Verpackung und den Versand von Nachschub an die RNK auf dem Strip zuständig. Er markiert alle Container, die Lebensmittel und Medikamente enthalten und packt dann Waffen und anderen Scheiß rein. Dann muss man nur noch den ein oder anderen Kerl schmieren, damit ich mir ein oder zwei Container aus jeder Lieferung aussuchen kann. Kinderleicht. Tja, das klingt wirklich leicht. Ich will noch etwas anderem fragen. Okay, was gibt's? Tja, das war's schon wieder. Wiedersehen. Wiedersehen, ja, Wiedersehen. Wiedersehen. So, jetzt zum anderen Typen.
Das können wir knacken. Machen wir hier zu. 100! Soll das? Die Unholde sind schlecht fürs Geschäft. Die RNK sollte endlich ihren verdammten Job tun. Du tust mir nichts, oder? Nein? Okay. Sind wir jetzt hier richtig? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Doch, oder? Hier war er doch. Wo ist er denn hin? Junge! Versteck dich nicht! Ja klar waren wir hier. Hier haben wir die zwei Cola, also drei Cola-Flaschen geklaut. Mann! Hier rein? Das kann doch nicht sein. Ja, na klar. Vielleicht auch hier noch einmal schauen. Kommen wir jetzt vielleicht durch die Türen? Ah, verdammt. Okay, hier nicht. Das mag ich lieber nicht hier aufmachen, bevor wir wieder gejagt werden. So. Tja, wo finden wir den? Hauptebene. Oh Gott. Hier sollen wir raus, aber hier ist doch noch etwas. Oh Mann. Wo schickt er uns hin? Wir müssen in die Suite-Ebene. Gott. Also es ist hier echt ein Labyrinth. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich hier drei lange Folgen verbringen werde. Sind wir jetzt hier oben? Wo müssen wir denn hin? Wo ist denn der andere Typ? Ah, hier ist er. Na, du schlafst aber auch in jedem Zimmer, Clanton, oder? Ich habe was über einen Kurier gehört, der Gedöns drüben auf dem Strip. Schön, Sie wiederzusehen. Ich hoffe, dass Sie hier ein wenig Geld gewinnen. Die Bosse schicken mich zu Ihrer Unterstützung. Oh, toll. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Wissen Sie, ich habe mit Sprengstoff zu tun und die brauchen ein paar wirklich große Explosionen. Das Problem ist, dass ich nicht genug Sprengstoff für die Explosion zusammenbekomme, die Sie wollen, geschweige denn ihn anbringen kann. Okay, wofür brauchen Sie die Bomben? Um Zeug hochzujagen natürlich. Allerdings wollen Sie nichts hochjagen, sondern dass Leute in einem ziemlich großen Bereich relativ schnell sterben. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten als Explosionen, um Leute mit Bomben zu töten, falls Sie verstehen. Wissenschaft. Ein Gas, vielleicht Chlor. Das ist ein tödliches Nervengas, das man problemlos bekommt. Volltreffer. Wirklich, sehr schlau. Ich denke mal, Chlorgas könnte funktionieren. Es ist giftig und ich kann damit in relativ kurzer Zeit eine Menge Leute töten. Oh mein Gott. Wo bekomme ich Chlorgas? Bin mir nicht sicher. Im Ultralax gibt es einen Pool, also haben die sicher was. Obwohl die es sicher ungern hergeben werden. Ach, aber sie Scheiße. Müssen es ja auch irgendwo besorgen. Vielleicht sollten sie mal nach Freeside schauen. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, ich weiß schon, wo wir als nächstes hinschauen. Oder Freeside. Ja, auf Wiedersehen. Ja, weil ins Ultralax müssen wir natürlich sowieso. Also, okay. Ah. Leute, hä? Wo sollen wir hingehen? Freeside oder Ultralax? Wo? Ich glaube, mit dem Hund stimmt irgendwas nicht. Ja. Woher willst denn du wissen, dass wir einen Hund haben? Der wartet doch vor dem Gebäude. Oder mal der Hund. Sind wir ein Hund? Okay, den dürfen wir jetzt verwenden. So, Hauptebene. Und jetzt geht's raus mit uns. Gut. Dann haben wir uns jetzt mal die Aufgaben abgeholt. Und es geht weiter. Sollen wir jetzt ins Ultralax
oder nach Freeside. Oh, wundervoll hier. Seht euch mal das an. Wow. Also hier herrscht eindeutig Leben. Aber Leute, aber. Jetzt mal eins. Wir haben hier Bye Bye Love. Kalitos finden. Der ist doch hier irgendwo, oder? Hi. Nein. Der ist doch hier irgendwo. Hey, Polizist. Okay, ihr beide wartet noch hier. Ihr wartet noch hier. Also hier brauche ich keine Hilfe. Wo ist Kalito? Seht mal, der Punkt bewegt sich. Der Punkt bewegt sich. Okay. Okay. Ja. Vegas bei Nacht ist einzigartig. Vault 21 Gift Shop. Okay. Was ist das für ein Schuppen? Hi. Hey, Sarah. Hi, ich bin Sarah. Sarah Weintraub. Willkommen im schönsten Vault Hotel der ganzen Welt. Ich suche nach Kalitos. Kennen Sie ihn? Kalitos, was? Ja, kenne ich. Probieren Sie es im Diner, aber machen Sie keinen Ärger, verstanden? Können Sie mir noch was sagen? Schön, Sie wiederzusehen. Ich hätte gerne ein Zimmer, bitte. In Ordnung. Okay, Sarah, ich habe vor, öfter hierher zu kommen. Haben Sie einen Sonderpreis für Stammkunden? Naja, klar. Sie sind schon irgendwie was Besonderes. 10 Kronkorken. Ja, nehmen wir ein Zimmer. Nehmen wir ein Zimmer. Yeah, Baby! Geiler Schuppen hier. Das ist mal ein Hotel, oder? Also in so einem Hotel würde ich schon gerne mal übernachten. Das ist sicher ein Erlebnis. Geiler Scheiß, oder? Das ist doch cool. Richtig authentisch. Aber wo ist Kalitos? Oh Gott. So viele Wege. Hier gibt's nichts, oder? Nö. Ob das fake ist oder richtig funktioniert? Ah. Ah. Verdammt. Wir könnten speichern. Vault 21 Kontrolle, oh Gott. Ich glaube, wenn wir hier rausgehen, werden wir hier vorbeischauen, dann werden wir einmal kurz davor speichern und einen Blödsinn aufführen. Da kann man sicher irgendwas ein- und ausschalten und so weiter. So, weiter runter. Hm, sieh mal an. Wow. Also das ist echt riesig. Das ist doch das Diner, oder? Kalitos! Hey! Ja, cooles Bild. Sugar Bombs. Kalitos! Oh Gott, es wird immer größer hier. Mann! Wie soll man sich denn hier auskennen? Oh, guckt mal. Ich möchte nicht zu viel stehlen. Irgendwann einmal reicht's auch mir. Oh Gott. Spielerin. Hey! Ja, die schläft gut. Gästeterminal. Oh, noch jemand. Oder? Ja, zwei. Zwei Personen. Gut. Oh Gott, das ist ja
Es ist der reinste Irrgarten hier. Kein Zugang. Das heißt hier kein Zugang. So, grüß Gott. Okay. Gut, wir sind hier laut Pfeil, Navigationspfeil, total falsch. Businessman? Spieler, ja, alle schlafen sie. Ist das schon so spät? Gibt's doch nicht. Oh, 6.12 Uhr, ja. Bald müsst ihr ja alle aufstehen, oder? Jetzt könnten wir sie alle ausrauben. Alle nach der Reihe könnten wir sie ausrauben. Ja gut, im Diner ist er nicht, er wird wahrscheinlich auch pennen. Dann gehen wir mal auf die linke Seite. Ja, 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 ja. Falsch. Hier. Nö. Oh, doch. Kalitos. Hallo. Hey, hauen Sie ab. Nerven Sie mich, wenn ich im Diner bin. Falls Sie ein richtiger Nervbolzen sein wollen. Ich bin im Auftrag von Joanna hier. Was haben Sie gesagt? Soll das heißen, dass Joanna Sie geschickt hat? Bitte sagen Sie es mir. Ist sie in Ordnung? Wann haben Sie sie gesehen? Was hatte sie zu sagen? Sie wusste nicht, ob sie noch am Leben sind. Lassen Sie mich erstmal ein paar Fragen stellen. Dann muss sie es wissen. Ich bin bereit, ihr ein für alle Mal bei der Flucht zu helfen. Warum habe ich überhaupt Angst vor Caccino und diesen Wichsern? Joanna und ich sind sowieso tot, wenn wir hier nicht wegkommen. Warum holen Sie Joanna nicht aus dem Gomorra raus? Was, denken Sie, Sie könnten da einfach reinplatzen und sie mitnehmen? Sie ist jetzt deren Puppe, okay? Außerdem bin ich so gut wie tot, wenn ich einen Fuß ins Gomorra setze. Man verlässt die Omertas nicht einfach so. Außer in einem Leichensack. Okay. Lassen Sie mich ein paar Fragen stellen. Fragen können warten, Joanna nicht. Wie bitte? Okay, ich gebe ihr Bescheid. Abgemacht. Kommen Sie bald mit Neuigkeiten wieder, in Ordnung? Ja, ja. Bis zur nächsten Runde. Ja, ja. Schon klar. Der Mann fürs Grobe muss wieder machen. Weil sich andere nicht raustrauen. Na gut. Dann werden wir uns hier wieder rausschlagen, wenn wir hier rausfinden. Ich hoffe, wir finden hier raus. Ist ja echt wirklich verwirrend hier. Oh Gott. Nein, wir finden nicht raus. Oh Gott. Nein. Oh Mann. Scheiße. Wir müssen noch hier, oder? Wir sind ja von hier gekommen. Und dann geradeaus, schätze ich mal. Was ist hier? Okay. Ja. Hier. Das nächste Labyrinth. Wir finden hier nie raus. Was ist denn hier? Und jetzt? Hä? 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 Weg hier. Das gefällt mir nicht, diese Sackgasse. Gut, Leute, wir finden hier nie wieder raus. Wir bleiben jetzt einmal das gesamte Let's Play hier in diesem... Oh... Geiler Scheiß, eine Schneekugel. Ah, lass mir's da, lass mir's da. Sarah's Terminal. Okay, Leute, ich speichere mal. So, worthy. Oh. Ripper. Rained. Yes. Das R und das E hat mich gerettet.
Sarah Weintraubs Mail. Nachrichten. Neue Nachrichten von Sheldon Weintraub. Hey, kleine Schwester, wie läuft es so? Ich vermisse dich so sehr, Sarah. Dieser Ort weckt täglich den Wunsch in mir, wieder nach Hause zu laufen. Ich musste dir einfach schreiben, damit ich mich ein wenig wärmer fühle. Die kalte Luft im Lagerhaus lastet so schwer auf mir, wie der Beton, den Mr. House in unsere Vault gekippt hat. Er soll in der Hölle schmoren. Ja, so einen Gefühlsausbruch hättest du von deinem coolen Bruder wohl nicht erwartet, aber für mich ist hier bald Endstation. Leere ist meine Muse. Zweifel ist meine einzige Herrin. Alles, was meine Kunst früher inspiriert hat, sinkt langsam zurück ins Nichts, in ein tiefes Loch, in dem ich weder Licht finde, noch seinen strahlenden Frühling in meiner Seele sucht. Pah, ich höre mich nicht furchtbar an, oder? Du musst mir... Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Ich weiß nicht warum, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Du musst dir keine Sorgen machen, kleine Schwester. Ich wünsche mir nur, dass ich im Moment bei dir sein könnte. Vielleicht wage ich mich auf den Strip und versuche dich, sobald ich meine Kraft wiederfinde, sobald ich den aktuellen Vorschlag von Mr. House fertig bin. In Gedanken bin ich bei dir, mein kleiner Hitzkopf. Okay. Unsere einflussreichen Freunde. Liebe Miss Weintraub, mein Name ist Charlene Tan und ich wollte mich auf diesem Wege für den herrlichen Aufenthalt in Ihrem Hotel bedanken. Ich muss Sie unbedingt meinen engsten Freunden empfehlen. Sie erinnern sich sicher, dass mein Ehemann Biff in unserer wohlhabenden Gemeinde ein sehr respektierter und einflussreicher Mann ist. Miss Schott, Ingrid Danger und Lady Bofton werden unser Haus bald zum Tee besuchen. Ich werde sie an sie verweisen. Sie werden das malerische und rustikale Ambiente ihres beengten unterirdischen Lochs lieben. Trischig. Sogar Biff redet nur noch über seine neuen Lieblingsjagdbekleidung. Das Leder des Vault 21 Anzugs trägt den Geruch ungewaschener Zeitalter in sich, erzählt er allen unseren Besuchern. Er lässt jedoch nicht zu, dass ihn jemand auch nur eine Minute lang ausprobiert, meine Liebe. Mit höchster Aufrichtigkeit. Miss Tan. Okay, Ausgang. Hey, du, was geht ab, mein cooler Bruder? Es wird dich freuen zu hören, dass unsere Vault voll ist und alles bestens läuft. Trotz dieser fiesen Legionäre sind immer noch eine Menge RNK-Leute hier. Sie sind putzmunter und scheinen kein Problem damit zu haben, dass Caesar an jeder Ecke Streit sucht. Vielleicht ist die RNK doch stärker, als wir dachten, hä? Keine Ahnung. Denkst du, wir können ihnen mehr vertrauen als Mr. House? Ich bin immer noch stinksauber darüber, was er unserem Zuhause angetan hat. Ich meine, klar ist es gut, dass wir einen Teil unserer Vault behalten durften, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass er mich eines Tages einfach rauswirft, wenn er uns nicht mehr braucht. Ich sage dir, wir hätten seine Herausforderung nie annehmen dürfen. Dieser Betrüger hat uns doch ganz bestimmt übers Ohr gehauen. Naja, hast du alles schon mal gehört? Ich wollte dich nur zum Lächeln bringen. Sei nicht so griesgrämig, Großer. Du fehlst mir, Sarah. Okay. Ja. Okay, ich hoffe, Sarah nimmt es uns nicht übel. Sarah, es tut mir wahnsinnig leid. Das Klischee hätten wir rausnehmen können. Und mal Sarah fragen können, ob sie es anziehen möchte. Gut, Leute, ich habe keine Ahnung, wie wir rauskommen. Hier irgendwo. Aber wo? Sind wir nicht hier rübergekommen? Hier, oder? Ach du Scheiße, ich finde überhaupt nicht mehr raus. Oh Gott. Ja. Fuck. Scheiße. Spinne ich jetzt, oder wie? Hier sind wir gekommen, oder? Oder sind wir hier gekommen? Von hier? Na, von hier, oder?
So. Genau. Okay, an das könnt ihr mich noch erinnern. Oh Gott, wir müssen rückwärts laufen. Ja, oh, der Weg ist so einfach. Guckt euch das an. Meine Güte. Ach, du liebes bisschen. Und wir konnten es nicht sehen. Sarah, bitte sprich mit mir. Bitte. Schön, Sie wiederzusehen. Ein Vault Hotel, so etwas habe ich noch nie gesehen. War es so vor dem Krieg? Nein, Dummerchen. Natürlich war es nicht immer ein Hotel. Ich bin an diesem Ort aufgewachsen. Ich liebe ihn. Er ist der schönste der Welt. Nicht, dass ich viel von der Welt kenne. Genauer gesagt, bin ich noch nie hier rausgekommen. Aber das hier ist die tollste Vault aller Zeiten. Was ist so besonders an dieser Vault? Meine Vault ist New Vegas pur. Jeder hat eine Chance und die Glücksfee lächelt, wenn sie gut spielen. Okay, so war es, bevor wir gehen mussten. Vault 21 hatte schlaue Methoden, um Zwietracht zu vermeiden. Alle Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten wurden mit Glücksspiel entschieden. Ich führe Sie kurz durch mein Zuhause. Und klar, natürlich nur, wenn Sie wollen. Sicher, würde mir gefallen. Na, dann mal ran an die Buletten. Hacken wir es an. Und nochmal durch die Vault. Dann mal los. Folgen Sie mir. Wir betreten direkt die Vault. Gut, Leute, das hätten wir zu Beginn wahrscheinlich machen sollen. Schön, Sie wiederzusehen. Sind Sie die Besitzerin des Hotels und des Ladens? Nun, es ist meine Vault, richtig. Ich meine, ja. Das heißt, nein. Ich kümmere mich darum. Aber man könnte wohl sagen, dass Mr. House der Eigentümer ist. Was hat Mr. House mit der Vault 21 zu tun? Mr. House ist sehr eng mit Vault 21 verbunden. Er hat versucht, uns rauszuholen, bevor er ihn mit Beton gefüllt hat. Ich wäre fast durchgedreht. Also haben wir ihn überredet. Sheldon und ich, okay? Wir haben ihn überredet, die oberste Ebene fast intakt zu lassen. Warum hat er die Vault mit Beton gefüllt? Keine Ahnung. Vielleicht wollte er nicht, dass Leute da unten rumschleichen. Meine Vault ist riesengroß. Sie ist voller Gänge und großer Räume. Was gibt ihm überhaupt das Recht, uns so madig zu behandeln? Er hat also New Vegas gerettet. Jetzt verzieh dich und lass uns weiterleben. Ich würde gerne noch andere Dinge über Sie und das Hotel erfahren. Verstehe. Okay, Sie sind dran. Dann leiten Sie hier alles. Ja, und schauen Sie nur, was ich daraus gemacht habe. Es sieht so gut aus, wie es sollte. Naja, fast zumindest. Vermissen Sie die gute alte Zeit in der Vault? Da war vielleicht noch was los. Wir kannten einander so gut. Die Vault hat uns ja alle zusammengehalten. Da unten gibt's viel Symmetrie und Fenster. Jeder Streit wurde durch Glücksspiel geregelt. Die Glücksfee hat keine Favoriten, wissen Sie? Also hat keiner keinen aufs Kreuz gelegt. Ja, das waren noch Zeiten. Sie kennen Doc Mitchell? Mitch? Sie kennen den Maulwurf-Hintern? An den Namen habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Ich war noch ein Kind und er hatte dieses maulwurfförmige Muttermal an seiner Heckstoßstange. Sie verstehen schon, Kinder und so. Jeder kennt jeden in einer Vault. Geht gar nicht anders. Hoffentlich geht es Mitch gut. Vermissen Sie die gute alte Zeit? Ja, das waren noch Zeiten. Ist bei Ihnen viel los? Klar, wir haben immer volles Haus. Normalerweise. Zurzeit kommen viele RNK-Spießer. Ab und an mal ein Brahmin-Baron und seit kurzem frisch vermählte mit dicken Klunkern an den Fingern. Okay, noch ein paar Fragen. Okay. Wie kann ich Ihnen helfen? Was für Sachen verkaufen Sie? Ich habe alles Mögliche. Vault-Souvenirs, Vault-Waren, Vault-Maschinen, Vault-Andenken und Vault-Anzüge. Und, naja, eine Menge andere Vault-Dinge. Vault-Ausrüstung, Spitze. Können Sie mir zeigen, was Sie im Angebot haben? Oh ja, klar. Okay, ich habe diese tollen Lunchboxen, die sind super. Was noch? Oh, schauen Sie nur diese Toaster. Sie mögen Toast, oder?
knusprig noch besser. Wie wäre es mit einem Original Vault-Tec-Spielzeugauto? Oder... Moment mal, Sarah. Haben Sie überhaupt echte Vault-Ausrüstung? Na gut. Aber wer will schon ein lahmes Sensormodul oder einen Stickstoffbehälter? Die beliebten Sachen sind schon verkauft. Besonders die Vault-Anzüge. Ich muss mehr finden. Das Zeug geht weg wie warme Semmeln. Lederanzüge sind einfach toll. Ich muss nur dran denken, mir wird schon warm. Wissen Sie, Leder ist meine Spezialität. Reißverschluss auf, erhitzen und Politur einreiben. Wirklich? Nun, ich weiß nicht mal, was ich darauf antworten soll. Sagen Sie mir nicht hier und jetzt. Wir wollen ja nicht, dass Ihre Gäste irritiert sind, oder? Okay. Sie helfen mir und ich denke in der Zwischenzeit darüber nach, wie wir Ihre Fähigkeiten nutzen können. Perfekt. Perfekt, perfekt. Fälschen. Ja, einen Rumsa-Overall. Das merken wir uns, das behalten wir im Hinterkopf. Wir müssen eh zu den Rumsern und dort brauchen wir einen Overall. Da können Sie drauf zählen. Oh, das macht mich so glücklich. Sie sind der Hammer. Dieser Bunker beschützt den Eingang der Vault. Außen solider Fels, innen dicker Stein. Okay. Leute, bevor Sarah hier weitergeht, ich speichere mal. Und alles Weitere in der nächsten Folge von Fallout New Vegas. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann.